Ich zeige euch heute die besten Sehenswürdigkeiten an der Westküste Irlands, also Dinge, die ihr bei der nächsten Reise auf die grüne Insel nicht verpassen solltet. Viel Spaß! Ich sehe die ersten Klippen schon. Sieht schon gigantisch aus hier, die wir einfach so aufragen. Das hat schon fast so ein bisschen Südsee-Feeling hier, oder? Dieser weiße Sand. Wart ihr denn auch schon mal in Irland? Und wenn ja, was habt ihr hier unternommen? Vielleicht habt ihr auch weitere Tipps, was man sich unbedingt anschauen sollte. Dann schreibt uns das gerne unten in die Kommentare hinein. Und ansonsten nehmen wir euch heute mit auf einen Roadtrip an der Küste entlang von Nord nach Süd. Und dabei kommen wir an malerischen Stränden vorbei, werden sogar tief in die Bergwelt Irlands eintauchen. Die gehen hier nämlich zum Teil ganz schön hoch hinaus. Und zuallererst starten wir an der wohl bekanntesten Steilküste Europas. Hier fallen die Cliffs of Moher nahezu senkrecht in Richtung Wasseroberfläche ab. An der höchsten Stelle ragen die Felswände bis zu 214 Meter aus dem Atlantischen Ozean. Wir sind über den Coastal Walk bis nach Doolin gelaufen. Die Strecke ist knapp 13 Kilometer lang und der Weg befindet sich zum Teil nur wenige Meter vom Klippenrand entfernt. Das hier ist einer der besten Aussichtspunkte auf der Tour. Dieses Fotomotiv sieht man auch ganz häufig, wenn man nach den Cliffs of Moher sucht. Hier an den Cliffs of Moher wurden auch Teile von Harry Potter und der Halbblutprinz gedreht. Vielleicht erkennt ihr ja den Drehort wieder. Mit der Fähre geht es weiter zu den Arran-Inseln. Die Überfahrt ist nichts für einen schwachen Magen. Nach 15 Minuten Fahrt durch hohe Wellen hindurch erreichen wir das Ufer. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Direkt am Hafen sticht dieser weiße Sandstrand ins Auge. Das hat schon fast so ein bisschen Südsee-Feeling hier, oder? Dieser weiße Sand. Und das Wasser leuchtet zum Teil richtig schön hell türkis. Die meisten Besucher lassen sich mit einer Pferdekutsche chauffieren. Wir laufen lieber über die Insel. Dabei kommen wir an schier endlosen Steinmauern vorbei und erreichen schließlich dieses alte Schiffswrack. Im Jahr 1960 ist das Schiff in einem Sturm vor der Insel auf Grund gelaufen. Die Besatzung konnte gerettet werden, das Schiff hat man aufgegeben. Bisschen gruselig fast schon, oder? Wie so ein Horrorschiff. Mich erinnert das Schiff an die gesunkene Flying Dutchman aus Fluch der Karibik. Von hier wandern wir weiter zu einer Ruine am höchsten Punkt der Insel. Dieser ehemalige Wachturm wurde im 19. Jahrhundert errichtet, um feindliche Flotten frühzeitig zu erkennen. Von dort oben sieht man auch sehr schön, wie klein die Insel ist. Nächster Stop, The Burren. Das bedeutet sinngemäß steiniger Ort und erinnert an eine Mondlandschaft. Den Nationalpark könnt ihr auf verschiedenen Wanderwegen erkunden, die mitten durch die Karstregion hindurchführen. Das schaut hier schon mega beeindruckend aus, wie die Steine so aufgeschichtet liegen. Das sieht aus, als hätte jemand in mühevoller Arbeit lauter so Terrassen übereinander angelegt. Auch der Herr der Ringe-Autor Tolkien war wohl öfter im Burren unterwegs. Vielleicht kommt daher seine Inspiration für Mittelerde. In Doolin haben wir auch einen Übernachtungstipp für euch, nämlich das Sheedy's Bed and Breakfast. Das sind richtig gemütliche Zimmerchen dort. Man hat auch einen Blick aufs Meer hinaus. Und das Beste ist aber das typisch irische Frühstück und der Haushund, Bertie nämlich. Ich würde allein wegen ihm wiederkommen. Und von dort geht es jetzt weiter zu einem wunderschönen Strand. Das ist der vielleicht schönste Strand, den ich je gesehen habe. Kaum zu glauben, dass diese tropisch anmutende Bucht hier in Irland liegt. Um diesen Ort zu erkunden, sind wir früh aufgestanden und nach Ballybunion gefahren. Wie schön ist das hier bitte? Da steht einfach so ein Felsentor mitten im Meer. Da an der anderen Seite Richtung Strand sind überall so Höhlen im Fels drin. Und das scheint hier ein wahrer Geheimtipp zu sein. Es ist nämlich keine Menschenseele hier. Wir sind ganz alleine. Runter an den Strand kommt man leider nicht. Aber zum Glück haben wir unsere Drohne dabei und können euch diese tollen Aufnahmen zeigen.
Über den Cliff Walk am Ufer kommen wir zu weiteren schönen Aussichten auf den Atlantischen Ozean. Hier spazieren wir über 2 Kilometer immer am Wasser entlang und genießen die warme Morgensonne, bevor wir weiter in den Süden fahren. Wir sind unterwegs auf die Dingle-Halbinsel. Sie wird von vielen auch als schönster Ort Irlands bezeichnet. Über kurvige, schmale Bergstraßen fahren wir zum Connor-Pass. Hier ragen die Berge auf über 900 Meter auf. Wir lassen das Auto stehen und machen einen kurzen Abstecher zum Paddlers Lake. Es ist schon krass, wie vielseitig Irland einfach ist. Plötzlich fühlt es sich so an, als stehen wir hier mittendrin im Hochgebirge an so einem richtig schönen Bergsee. Wenige Meter später sieht die Landschaft schon wieder ganz anders aus. Unser Roadtrip führt uns an den westlichsten Punkt Irlands. Der Duncan Pier ist einer der schönsten Fotospots auf unserer Reise. Der Pier ist spektakulär an die Felsen gebaut worden. Unten am Wasser befindet sich eine Ablegestelle der Fähre. Hier muss man erst ein Stück weiter vorgehen, um die Schönheit dieser Bucht zu sehen. Und dann entdeckt man plötzlich, dass hier wie so Pyramiden diese Felsen da einfach aufragen. Es gibt hier generell viele Inseln so im Ozean. Und ich glaube, da drüben ist auch ein Strand, wo man baden gehen kann. Es gibt unzählige Strände und Buchten auf der Dingle-Halbinsel. Leider war das Wasser etwas zu kalt zum Baden. Wir haben bis jetzt schon richtig viel gesehen auf unserer Irlandreise. Nur eins noch nicht, und das hätte ich eigentlich gerne gesehen. Ich habe nämlich gehört und gelesen, dass man hier überall eigentlich sehr gut Delfine und Wale sehen kann. Und ich habe keinen einzigen entdeckt. Vielleicht seht ihr einen, wenn ihr mal hier in der Gegend seid. Jetzt geht es weiter auf den Ring of Kerry. Am Ring of Kerry liegt der letzte Stopp unseres Roadtrips entlang der Westküste. Hier an den Kerry Cliffs ist noch einmal die gewaltige Kraft des Ozeans spürbar. Die stark zerklüfteten Klippen ragen über 300 Meter aus dem Wasser heraus. Wow, ich dachte eigentlich, bei den Cliffs of Moher habe ich so das Highlight schon gesehen. Aber die Kerry Cliffs sind natürlich auch noch mal spektakulär, vor allem jetzt im Licht der untergehenden Sonne. Ihr müsst aber darauf achten, dass ihr hier nicht nach 18:30 kommen könnt, dann wird nämlich hier alles geschlossen. Wenn ihr es so wie wir macht und die Kerry Cliffs zum Sonnenuntergang besucht, ist deutlich weniger los als tagsüber. So könnt ihr diese atemberaubende Aussicht und das tosende Meer ganz einsam genießen. Stark, oder? Es war wieder so schön in Irland. Wenn ihr das nachmachen möchtet, dann schaut gerne unten in der Beschreibung vorbei. Da haben wir euch unsere genaue Route und ein paar Hoteltipps verlinkt. Welche Stops sollten wir auf diesem Roadtrip noch ergänzen? Vielleicht habt ihr da weitere Empfehlungen, schreibt uns die gerne unten in die Kommentare hinein. Und ansonsten freue ich mich jetzt über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Denkt an das Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und ich habe noch einen Tipp für euch. Ich war ja auch schon mal in Nordirland unterwegs, da haben wir auch einen Roadtrip gemacht. Könnt ihr hier direkt weiterschauen. Und hier kommt ihr zu unserem letzten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.